Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein SCP 07 Moment. Ich bin Henry und ich unterhalte mich heute mit Christoph Karpovic. Wir sprechen über seine Zeit als Spieler hier in Paderborn und über all das, was seitdem so passiert ist. Hi Christoph. Hallo. Christoph, du bist Mitte der 90er nach Paderborn gekommen und hast hier bis 2002 gespielt. Jetzt sind wir hier im modernen TNLZ. Daran war damals noch nicht so richtig zu denken. Wie muss ich mir den Verein und die Spiele denn zu der Zeit vorstellen, abgesehen davon, dass der Verein zu Beginn deiner Zeit hier noch TuS Paderborn Neuhaus ließ? Also es war anders, war nicht so professionell, aber echt. Wir sind als Truppe immer zusammengewachsen und alle Spieler schnell integriert worden, haben wir Spaß gehabt. Du hast in deiner Zeit hier 180 Spiele für uns gemacht, hast in der Zeit 10 Tore geschossen und bist auch 8-mal vom Platz geflogen. Du warst dabei im Mittelfeld besonders flexibel einsetzbar, hast aber auch ein Spiel im Tor gespielt. Wie kam es dazu? Ja, wir haben in Düsseldorf gespielt, im großen Stadion. Und unser Torwart, Marco Kostmann damals, hat er rote Karte bekommen und ich dachte, okay, ich gehe kurz rein. Ich dachte, dass wir gleich einen neuen Torwart einwechseln. Leider hat sich herauskristallisiert, dass wir schon alle Auswechslungen geschafft haben und wir dürften nicht mehr wechseln. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht und ich habe gewartet, bis der Günther Rybacek dann Auswechslung macht und ich glaube, 20 Minuten im Tor gestanden, bin ich im Tor gestanden, 20 Minuten und Gott sei Dank zu Null gespielt. Also ich habe weiße Weste bis heute, glaube ich, einziger Torwart, der zu Null gespielt hat. Ich wollte gerade sagen, kann sicherlich nicht jeder Torwart von sich selbst behaupten. Aber wenn du an deine aktive Zeit hier in Paderborn zurückdenkst, gibt es da so einen Moment, von dem du sagst, das ist mein SCP-07-Moment? Auf jeden Fall. Also das Spiel gegen Bayern München im DFB-Pokal 2001, wo ich kurz vor Schluss, glaube, 89. Minute, das 5-1 schieße, war schon mein Moment. Also das kann man mit gar nichts davor und danach vergleichen. War schon wirklich super Moment und das werde ich wahrscheinlich nicht mehr vergessen können. Also das war mein Moment. Wo du gerade das davor und danach ansprichst, ich habe gerade mal recherchiert, im Ligaspiel vor diesem Pokalspiel, da habt ihr im Hermann-Lenz-Stadion vor knapp 2400 Zuschauern 1:0 gegen den Dresdner SC gewonnen. Was ist das dann für ein Gefühl, wenn man ein paar Tage später vor mehr als dem Zehnfachen der Zuschauer dann gegen Oliver Kahn und gegen die Bayern trifft? Doch, das ist schon sehr, sehr großes Gefühl und wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Damals war leider Pavel Dortchev dann gesperrt und das hat uns sehr geschwächt. Ich glaube, in dem Jahr war Bayern unschlagbar, die haben alles gewonnen. Ja, du hast Pavel Dortchev gerade schon angesprochen, standen damals aber auch Namen wie Markus Bollmann, Asif Saric, Markus Krösche, Vesko Gerov auf dem Aufstellungsbogen. Hast du zu den Jungs noch Kontakt? Ja, also mit mehreren haben wir noch Kontakt. Ich spiele bei Alte Herren, bin ich immer noch aktiv. Und wie gesagt, Pavel Dortchev, Vesko Gerov, Stefan Maas und seit kurzem auch Mai Saglik. Du bist dem Fußball also treu geblieben nach deinem aktiven Karriereende. Wie ging es neben dem Platz für dich weiter? Was machst du heutzutage? Ich war sehr aktiv von Anfang an auf während Fußballkarriere, wenn man das nennen kann. Und ich war immer selbstständig. Ich habe mehrere Firmen im Bereich erneuerbare Energie. Wir versuchen, diesen Klimawandel ein bisschen entgegenzukommen und mit Solarenergie. Wunderbar. Danke dir, Christoph. Ja, und liebe SCP-07-Fans, das war's dann mit dieser Ausgabe von Mein SCP-07-Moment. Wenn ihr noch Erinnerungen an dieses Pokalspiel damals habt, dann teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren. Wir lesen uns das gerne durch. Bis bald. Danke.